Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 31. Mai 2023. Die heutige Tagesbotschaft ist eine Mischung von mir und Gabriel. Er ließ diese Inspiration in mein Bewusstsein fallen, als ich am Samstag das Authentizitätsevent machte. Er erinnerte mich an die Glühwürmchen, die in unserem Hinterhof in Michigan lebten. Mein Mann und ich haben es geliebt, nachts auf der Veranda zu sitzen und sie zu beobachten. Ich hatte ein wenig über sie recherchiert und herausgefunden, dass die Männchen herumfliegen und ihr Licht blinken lassen, um die Weibchen zu beeindrucken. Die Weibchen sitzen im Gebüsch und wenn sie ein Männchen sehen, das ihnen gefällt, blinken sie zurück, um das Männchen ihr Ja wissen zu lassen und ihm zu zeigen, wo er sie finden kann. Wir haben es immer geliebt, die Männchen dabei zu beobachten, wie sie hoffnungsvoll umherfliegen, und wir waren so glücklich, wenn ein Mädchen ihnen zurückblinkte. Ich finde, das passt zu Gabriels Reihe von Botschaften über die Bedeutung der Authentizität und der Erlaubnis an uns selbst, uns zu zeigen. Wenn das Männchen nicht den Mut hätte, umherzufliegen und sein Licht blinken zu lassen, könnte sein Mädchen ihn niemals finden. Und wenn sie ihr Licht nicht zurückblinken lassen würde, könnte das Männchen sie ebenfalls nicht finden. Es scheint so einfach zu sein, wenn wir es so sehen. Daher lasst uns alle vorwärts gehen und unsere Lichter wie glückliche, hoffnungsvolle kleine Glühwürmchen leuchten lassen, in dem Wissen, dass die perfekten Partner oder Entsprechungen für uns da draußen sind, wenn wir nur den Mut haben, uns zu zeigen. Und lasst uns auf die Verbindungen reagieren, die in unser Bewusstsein gelangen, sobald sie sich zu erkennen geben. Seid keine schüchternen Glühwürmchen. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das mit dem oben wie unten, im Kleinen wie im Großen, das hat schon seine Bedeutung, aber beim Paarungsverhalten von Tieren und Insekten muss man ein bisschen vorsichtig sein, würde ich mal sagen, ja. Also, ich habe jetzt gerade noch mal recherchiert, weil ich halt so ein paar Dinge weiß man ja, ja. Und aber dass zum Beispiel ledige Erpel im Prinzip eine Gruppenvergewaltigung ausführen, wenn sie kein Mädchen abbekommen, ja, das ist, also daran sollten wir uns jetzt vielleicht nicht orientieren, ja, zum Beispiel. Oder dass männliche Bienen erstmal den Penis verlieren, also das Geschlechtsorgan, und danach ihr Leben. Ja, ich weiß nicht, ja, ob Männer dann so viel Interesse an Sex hätten, kann ich nicht sagen, ja. Gottesanbeterinnen, ja, haben ihre Männer zum Fressen gern, das weiß man ja, diese Geschichte. Also da denkt man sich dann wahrscheinlich auch, hoffentlich findet sie keinen, wenn man da so tief reingeht und eben immer die Vergleiche zum Menschen herstellen möchte. Und ja, Nacktmullen, da darf nur die Königin Sex haben, da wären wir wieder bei der Elite, ja, alle anderen dürfen keinen Spaß haben. Genau, und ja, es gibt noch einige wilde Sachen. Die muss ich jetzt nicht alle vorlesen oder euch erklären. Aber ja, es ist schon spannend, oder? Das Vergleichen hat seine Grenzen. Also mein Lieblingsspruch, was schlechte Vergleiche angeht, dieser Vergleich hinkt nicht, der fährt schon im Rollstuhl. Ja, das ist so. Da geht nichts mehr mit zu Fuß gehen. Nicht mal mehr mit einem Stock. Der Unterschied ist natürlich, und das ist auch wichtig, ja, diese Analogie, dieser Vergleich, ja, diese Entsprechung wurde Shelley Young ja geschenkt als Gedanke für den heutigen Text. Und auf derlei intuitive Eingaben, oder in dem Fall sagt sie ja, es wäre sogar Erzengel Gabriel gewesen, kann man sich dann schon verlassen. Also insofern dürft ihr dieses Bild gerne verwenden. Nur bei den anderen würde eben der Aha-Effekt fehlen. Wobei, es gibt sicher
extreme irdische menschliche Beziehungen, die kommen an das ein oder andere Bild da sehr nah ran und die gilt es, glaube ich, auch zu vermeiden, wenn man so einigermaßen normal gestrickt ist. Aber was ist schon normal, ja? Also es gibt sicher Gottesanbeterinnen sozusagen in menschlicher Form, ja? Und das ist aber nicht die Norm, ja? Ja, grundsätzlich dreht es sich um viele Texte aus der geistigen Welt zur Zeit darum, unser Licht zu zeigen, authentisch zu sein und in der Welt stattzufinden. Also raus aus dem Elfenbeinturm, in dem ich mich ja auch noch befinde. Ja? Der Text von gestern, allerdings der Arcturianer, betrifft mich ja auch ein bisschen, weil man könnte mich schon hier so im Elfenbeinturm wähnen. Ja? Das stimmt aber auch nicht mehr ganz, weil ich habe schon sehr viel Kontakt im Außen gehabt und meine Schwingung wurde schon geprüft, ob ich die Schwingung halten kann, wenn jemand extrem eifersüchtig ist, wenn jemand extrem wütend auf mich ist, ja, und all diese Prüfungen, die ich mir natürlich selbst offeriert habe, das ist ja nichts, was auf euch zukommt, zu dem ihr nicht zugestimmt habt, sondern das habt ihr in euer Leben gezogen, das wollt ihr so von einer höheren Ebene aus, wenn ihr so wollt. Und all diese Tests habe ich bestanden. Spätestens ist mir das sehr bewusst geworden, als ich zweimal letztes Jahr zu Besuch bei meiner Familie war, die eben nicht ganz einfach zu handhaben sind, normalerweise. Und das war für mich dann ein Kinderspiel und hat mir auch diesbezüglich noch mehr Selbstvertrauen gegeben, damit ich nicht in die Zweifel komme. Ja. Über die Zweifel wurde heute auch kurz gesprochen, über Sorgen, über Angst, über Zweifel. Und da wurde uns eine Affirmation geschenkt. Ich würde sie aber nicht Affirmation nennen. Da würde ich dann trennen. Eine Affirmation ist für mich etwas, das ich wirklich sehr häufig wiederhole. Und wenn ich jetzt sage, was in dem Text ja eben empfohlen wird, ich, Wolfgang, verbiete mir Angst, verbiete mir Sorgen, verbiete mir Zweifel. Dann hört man, wenn man das jetzt ganz oft repetiert, einfach nur vom Unterbewusstsein Angst, Zweifel, Sorgen, Angst, Zweifel, Sorgen, Angst, Zweifel, Sorgen, Angst, Zweifel, Sorgen. Das brennt sich ein und damit zieht man das eher heran. Deswegen ist das für mich eine Bestimmung. Etwas, was ich ganz bewusst verordne gegenüber dem Universum, gegenüber mir selbst. Und dann wirkt es. Das ist das gleiche Problem. Ihr wisst, ich habe da schon oft drüber gesprochen und es ist auch wirklich anstrengend, das immer zu wiederholen. Aber es gibt so viele Bücher da draußen, die das falsch erklären, aus meiner Sicht. Ja, immer wieder, klar, steht ja auch da irgendwo. Es ist meine Wahrheit, über die ich hier spreche. Und zwar auch über das Wort nicht und keine und all das, weil man ja dann immer sagt, was man nicht will. Manchmal ist es aber einfacher. Ja? Ich kann natürlich sagen, ich bin mutig. Das wäre jetzt auch die Affirmation. Dann formuliert man das positiv. Das Problem ist nur, dass Mut sich auch ganz häufig beweist in der Angst. Da gibt es ganz viele Filme darüber, die das sagen. Und tatsächlich stimmt es auch. Ja? Längst nicht alles stimmt, was Filme uns versuchen zu suggerieren. Wirklich nicht mal viel. Ich habe ja auch schon mal ganz kurz in dem Podcast darüber gesprochen. Aber letztendlich muss man nicht besonders mutig sein, wenn man die Angst nicht kennt oder die Angst nicht hat in einer Situation. Psychopathen haben zum Beispiel keine Angst. Und ich sage jetzt nicht, wen ich meine, aber wenn ein Fußballer sich dafür brüstet, dass er keine Angst hat, wenn er am Elfmeterpunkt steht, dass er da nichts spürt, dann wisst ihr, das ist ein Narzisst. Ja? Das ist ganz klar, also mindestens ein Narzisst. Ein Narzisst ist ja auch nur eine Form von Psychopathen. Die sind auch gefährlich, aber die spielen halt in Anführungsstrichen nur Spielchen mit euch. Und wenn ihr euch da rauszieht, dann verlieren die auch die Lust darauf. Spannenderweise kann man Psychopathen eigentlich in zwei Kategorien einteilen. Und zwar Kriminelle, also erfolglose Psychopathen, die dann eben Gewaltverbrecher, Vergewaltiger oder Serienmörder sind oder werden. Und die, die nicht auffallen. Wobei das auch nicht stimmt, weil wir wissen, es gibt Psychopathen, die werden für ihre Taten nicht belangt bisher, weil sie, und mehr sage ich dazu gar nicht, ganz oben mitmischen. Und für die
gibt es keine Grenzen ihrer Perversion. Es ist halt eben spannend, dass die keine Angst verspüren. Und es gibt Theorien aus der Sozialwissenschaft, warum das vielleicht sogar in der Vergangenheit eine wichtige Funktion war. Ja, ich kann mich damit nicht anfreunden, aber der Anführer, der eben für sich und dadurch auch für die Gruppe, die ihm ja huldigt, da ist und der dann eben auch in der Lage ist, Menschen über die Klinge springen zu lassen, die der Gruppe schaden. Das würde jemand mit Mitgefühl auch nicht machen. Er würde immer versuchen, diese Menschen auch zu integrieren. Es gab aber Zeiten, da war das so nicht möglich. Ich sag's mal so. Die Mutter deines Freundes bricht sich das Bein. Ihr seid auf Wanderschaft. Sie kann nicht mehr mit. Ihr müsst aber weiter, weil der Winter kommt. Der Psychopath geht hin, sagt, ich rede mal mit deiner Mama und schmeißt sie über die Klippe. Versteht ihr? Das können normale Menschen nicht. Und so sind die Theorien. Aber wie gesagt, ja, ich halte das auch so ein bisschen für eine Ausrede, warum es das gibt. Ja? Saint-Germain hat in einer seiner 33 Reden eine ganz andere Erklärung. Und zwar hat er gesagt, dass Narzissten, Psychopathen dadurch entstehen, dass sie in vergangenen Leben auf die Astralebene gegangen sind, an Orte, für die sie absolut nicht geeignet waren, einfach aus Neugier, vielleicht auch durch experimentelle Stoffe. Und danach sind sie mehrere Leben, viele Leben, gezwungen, diese eingeschränkten menschlichen Leben zu führen, um im Prinzip darauf zu warten, dass sie gerettet werden. Und das erklärt, warum sie gerade besonders empathische Menschen suchen und finden und diese dann in romantischen Beziehungen wirklich quälen. Weil sie im Prinzip Raubtiere sind, Raubtiere geworden sind. Wenn man keine Empathie hat für den anderen, keinerlei Mitgefühl, dann ist man ein Raubtier und das ist eine Beleidigung für unsere Raubtiere, würde ich sagen. Und dennoch hat der Löwe, der das Gnu reißt, keinerlei Mitgefühl für das Gnu, der hat Hunger. Ja? Und vielleicht kann man es so sagen, der Gedanke kam mir gerade, die Raubtiere aus den Märchen, das sind eigentlich oft Psychopathen. Vielleicht kann man es so nehmen. Aber ihr merkt schon, ich bin etwas freier unterwegs und das ist kein Wunder, wenn sich die Texte innerhalb von einer Woche doch sehr ähneln und ich vielleicht schon ja, die Texte diesbezüglich so behandelt habe, dass der heutige Text auch gut hätte vor meinem gestrigen Podcast kommen können, weil ich darüber eben schon gesprochen habe. Ach ja, und die Affirmation, über die ich gerade referiert habe, die kam durch den Lichtwelt Verlag, durch Christus. Und da ging es insgesamt darum, dass auf der Wunschebene kein Wunsch in Erfüllung geht, weil man eine echte Entscheidung treffen muss. Ja? Dann wären wir wieder beim Beispiel des männlichen Glühwürmchens, das einfach im Gras sitzt und sich ein Weibchen wünscht. Gut, ja? Da kann es so lange sitzen, wie es will. Wenn es nicht fliegt und blinkt, kann es kein Weibchen finden, weil kein Weibchen es sehen kann. Das heißt, wir können dieses Beispiel auch dafür verwenden, wenn wir uns entscheiden, kommen wir ganz häufig auch ins Handeln. Also spannend. Ich habe heute einen Text weitergeleitet, den hatte Vivu Terra gepostet. Allerdings, ja, also ich mag den Blog, aber die lassen eigentlich immer alles weg, woher sie es haben und basteln immer ihren Namen drüber. Oft sind solche wirklich schönen Sachen von ganz kleinen Blogs kreiert worden und ich finde es schade, wenn man das nicht sieht, woher es wirklich kommt. Aber egal, und zwar das Zitat von Hippokrates: Bevor du beginnst, jemanden zu heilen, frage ihn, ob er dazu bereit ist, auf die Dinge zu verzichten, die ihn krank gemacht haben. Also das mal für alle Heiler wichtig. Wir hatten letztens vom Arcturianischen Rat auch einen Text, der an die Helfer, Heiler, Lichtarbeiter gerichtet war. Und es ist tatsächlich nicht nur eine Voraussetzung, dass der Mensch, der ein Problem hat, sich an jemand anderen wendet. Es ist eine zweite Voraussetzung, dass er mitmacht. Und wenn er noch nicht mal bereit ist, auf die Dinge zu verzichten, die ihn krank gemacht haben, ja, dann kann man seine Zeit auch besser investieren und kann sagen, du, ich habe Besseres vor, weil es letztendlich immer um die Selbstheilungskräfte geht, die geweckt werden. Und wenn der Mensch nicht den kleinsten Teil dazu beitragen möchte,
funktioniert es nicht, weil er sich nicht entscheiden kann für einen neuen Weg, für einen gesunden Weg, wenn es um Heilung geht, wenn es um physische Heilung geht. Es gibt ja mehrere Ebenen, auf denen man geheilt werden kann. Und so, sage ich mal, unseren Kaffeeliebhabern jetzt, über welchen Text ich letztens gestolpert bin, ja. Koffein fördert Fettablagerungen. Kaffee verursacht Fettablagerungen und Zellulitis aufgrund des Auslösens des körpereigenen Kampf- und Fluchtsystems, wie es jedes Gift oder jede Gefahr tut. Dies ändert schließlich die körpereigene primäre Brennstoffquellenanforderung dahingehend, dass Fett verlangt wird. Wenn der Körper sich bedroht fühlt, bevorzugt er Fett als seine primäre Brennstoffquelle gegenüber Zucker oder Protein. Die ständige Aktivierung des körpereigenen Kampf- oder Fluchtsystems über die tägliche Einnahme von Koffeingift trägt zu einer metabolischen Verschiebung hin, zur Fettablagerung und Fettkonservierung bei, denn wieder bevorzugt der Körper Fett als Brennstoffquelle beim Kampf gegen jeden giftigen Eindringling. Kaffee zerstört auch Muskelgewebe, da der Körper absichtlich Muskeln abbaut, wenn er vergiftet wird, um zusätzliche Fettablagerung zu erleichtern. Kaffee schwächt die Nebennieren. Das Koffein in einer einzigen Tasse Kaffee kann so viel Stress auslösen, wie das Anschauen eines Horrorfilms. Nach jahrelangem Stress sind die Nebennieren irgendwann erschöpft. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Drüsensystem. Vor allem merkt man das an der Schilddrüse, die in Unterfunktion gerät. Anmerkung: Krebspatienten haben alle nur noch sehr tiefe Adrenalinwerte. Viele negative Wirkungen von Koffein. Zum Beispiel wird vom Koffein die Ausscheidung von Calcium über die Nieren gefördert. Somit könnte ein regelmäßiger Koffeinkonsum zu einem erheblichen Teil zur Entstehung von Osteoporose beitragen. Ja, habt ihr noch Lust auf Kaffee? Und vorweg gab es noch einen kleinen Abschnitt. Die Behauptungen über positive Effekte von Kaffee sind falsch. Und alle gehen auf eine sehr mächtige Kaffeelobby zurück, die ihre Ursprünge sowohl im kommerziellen als auch in den herrschenden Familien hat. Also lecker. Und das Problem an Kaffee ist in Maßen, ja. Das heißt aber nicht in Maßen täglich, ja. Wenn ihr täglich Alkohol trinkt, was seid ihr? Alkoholiker. Wenn ihr täglich Koffein zu euch nehmt, was seid ihr dann? Ja, auch süchtig. Was anderes ist es nicht. Es drückt sich dann anders aus. Und man sollte schon gucken, wo man sich was Gutes tun kann. Und wenn es jetzt, um zum Beispiel jetzt wieder den Kreis zu schließen, um das Problem mit Sorgen, Angst und Zweifel geht, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht zuerst den Kaffee weglässt, wenn man erstens das weiß, was ich euch gerade gesagt habe und es auch versteht. Ich meine, da kommen wir jetzt wieder zu einem grundsätzlichen Problem in der Esoterik. Der geblendete Esoteriker würde sagen, ich entscheide mich dafür, dass mein Kaffee das nicht macht. Ja? Bei Kaffee ganz schwer nachzuweisen, aber der soll doch mal bitte beweisen, dass er das mit einem Liter Schnaps auch schafft. Ja? Liter Schnaps auf Ex und einfach für sich bestimmen, dass der Schnaps keinerlei körperliche, physische Auswirkungen auf ihn hat. Und was wird geschehen? Ja, sturzbesoffen und hoffentlich nicht in der Notaufnahme landend, wird der Mensch sich wahrscheinlich denken, oh, so weit her ist es scheinbar nicht mit meiner Kraft, ja, aus Schnaps Wasser zu machen. Und genauso verhält sich es auch beim Kaffee. Also wir können schon froh sein, dass es Menschen gibt, die sich für diese physischen Prozesse interessieren und keine Lobbyarbeit machen müssen, sondern uns die Wahrheit über verschiedene Stoffe sagen können. Ja? Und deswegen nehmen wir auch keine normale Zahnpasta und so weiter und so fort. Das wissen wir ja eigentlich alles. Ja? Wie gesagt, ich mache jetzt hier keinen Gesundheitskurs, aber es ist mir wichtig, dass ihr euch nichts vormacht, dass ihr, obwohl ihr grenzenlose Macht habt, im physischen Bereich einfach angekommen seid und bestimmte Spielregeln hier halt einfach gelten. Niemand von euch kann
mit einem Sprung zum Mond gelangen. Ja, das wäre ja rein theoretisch auch möglich. Wir sind da noch bestimmten physischen Gesetzen unterworfen. Und manche Stoffe haben auf unseren Körper eine bestimmte Wirkung. Und wenn man die nicht haben möchte, wenn man eher ohne Angst leben möchte und jetzt diese Information hat, sollte man vielleicht nicht nur die Affirmation sprechen, die uns Christus geschenkt hat, sondern man kann vielleicht auch den Kaffee mal weglassen, zumindest die meiste Zeit, und dann nur noch den Sonntagskaffee genießen. Ja? Und ja, das ist vielleicht erstmal nicht ganz leicht. Und man darf sich selbst gegenüber auch geduldig sein. Es geht nicht alles auf einmal. Wenn ihr etwas verändern wollt, dann könnt ihr da auch Schritt für Schritt gehen und müsst nicht alles auf einmal machen. Alles auf einmal ist schwierig. Mir fällt da gerade die Geschichte vom Lichtweltverlag ein, wo der Jan probiert hat, mal rein roh vegan zu leben und nach einigen Wochen und Monaten stinksauer war. Also er wurde darauf angesprochen, das haben ihm seine Leute in seinem Umfeld auch gesagt, dass er einfach keine gute Laune mehr hat. Und daraufhin hat er das dann wieder eingestellt und aufgehört. Und wenn man so möchte, ist er gedanklich einen Schritt zu früh gegangen. Der ist vielleicht irgendwann dran für ihn, aber jetzt war es noch nicht dran. Und genauso kann das bei eurem täglichen Kaffee sein. Ja, wer bin ich schon? Was weiß ich schon? Aber es ist nicht schlecht, wenn man auch so ein bisschen den Hintergrund weiß. Und es war eben so passend, dass wenn es um Angst, Sorgen und Zweifel geht, dass man vielleicht das Gift dann weniger zu sich nimmt, dass das auch noch im Körper verstärkt und den Körper langfristig schädigt. Ja? Ich meine, vielleicht war der erste Satz des Textes ja schon interessant genug, als es um Zellulitis ging. Vielleicht sagt das ein oder andere Glühwürmchen-Weibchen jetzt, ja, davon hätte ich gern weniger in meinem Leben. Vielleicht hat das schon gereicht. Ja? Bei mir sind es auch manchmal so Sachen, wo ich sage, oh, das will ich aber nicht in meinem Leben. Ja? Dann kann ich darauf auch ganz gut verzichten. Und das bedeutet eben, wenn man sich entscheidet, auch Konsequenzen daraus zu ziehen aus dieser Entscheidung. Ansonsten wurde die Entscheidung ja gar nicht getroffen. Wenn ihr bewusst entscheidet, verändert ihr etwas. Erstmal im Bewusstsein und gedanklich, aber dann manifestiert sich das auch. Und es manifestiert sich, surprise, surprise, durch euch, in eurem Leben. Ganz konkret. Durch das, was ihr denkt, tut und fühlt. Und ganz häufig in dieser Reihenfolge. Also, wenn ihr jetzt aufgefordert seid, authentischer zu sein, was könnt ihr dafür tun? Und damit lasse ich euch alleine. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein. Bis dann. Ciao. Servus. Liebe Grüße. Euer Wolfgang.